Gerade für medizinische Fragestellungen ist illicit.org ein gutes Recherchetool. Hier werden Veröffentlichungen mit künstlicher Intelligenz nach den Key-Aspekten einer medizinischen Fragestellung gescannt. Startpunkt ist eine Fragestellung. Die besten Ergebnisse gibt es, wenn diese auf Englisch formuliert ist. Als Ergebnis erhalten wir eine Liste mit den 8 relevantesten Papern, basierend auf den illicit-Algorithmen. Zu jedem Treffer werden zusätzlich Informationen in Tabellenform angeboten. Diese Informationen basieren auf den Ergebnissen von unterschiedlichen Sprachmodellen, die im Hintergrund genutzt werden, zum Beispiel aktuell FLAN T5 und GPT-3 ADA. Neben dem Abstract mit einer kurzen Antwort auf die Ausgangsfrage sind auch Zusammenfassungen der Interventionen, Outcomes und Studiengrößen möglich. Zu jedem der Punkte können wir zusätzlich auch noch detailliertere Informationen bekommen, sofern verfügbar. Diese sind über das Dropdown-Menü im Suchschlitz zugänglich. Einzelne Paper können über das Mülleimer-Symbol gelöscht werden. Weitere Infos zu den Literaturstellen bekommen wir über einen Klick auf die Kachel. Hier werden ebenfalls Details zur Forschung zusammengefasst. Zum Beispiel werden hier auch Kritiken gesammelt und mögliche Biases und Einflüsse aufgelistet.